Oh nein, der Weg zum Haus des Ältesten ist blockiert. Wir müssen ihn aber retten. Zeit für Ninja Peach. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime hier auf Katze. Wir sind heute in der Ninja-Welt. Sie haben das Dorf besetzt. Oh, es gab doch noch einen geheimen Weg, aber wo war der nochmal? Der Weg zum Haus des Ältesten ist blockiert. Niemand kommt hier vorbei. Aber wir müssen da rein. Aha. Schaut euch mal die Kirschbäume an. Wie schön sie gerade blühen. Yay. Da können wir jetzt durchlaufen. Das Dorf braucht deine Hilfe. Schnell, beeil dich. Okay, ich bin natürlich am Start. Du bist auch durch den Brunnen gesprungen. Wow, cool. Cool, dass du das gemacht hast. Dieser Weg führt zum Haus des Ältesten und der hat sich einfach verkrümelt. Der ist da hochgesprungen und läuft davon. Na toll. Stärke allein wird hier nicht ausreichen. Hier kommt niemand vorbei. Hab ich dich. Oh, wow, was? Du musst stets auf der Hut sein. Ich glaube, hier ist es wichtig, sich nicht erwischen zu lassen. Das heißt, immer dann, wenn er sich umdreht, kann ich hier durchlaufen. Habe ich hart genug trainiert? Ja, das habe ich. Und ich verschiebe den Stein. Wer bist du denn? Ah, ein Geheimweg. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob sich da hinten bei dem Haus irgendwas verbirgt. Kann ich da überhaupt hin? Nee, kann ich nicht. Jetzt hat er mich natürlich erwischt. Na toll. Dabei wollte ich mich doch nur hinterm Haus umsehen. Wer weiß, vielleicht gäbe es da irgendetwas Interessantes. Nun gut, konzentrieren wir uns darauf, hier jetzt nochmal an der Wache vorbeizukommen. Und hier? Kann man nicht in das... Oh nein, ich habe den aus Versehen berührt. Mit meinem Zauberband. Na gut, auf ein neues. Ja, da muss man schon vorsichtig sein. Das ist ja das Besondere an diesem Theaterstück. Aber keine Bange, es passiert ja nichts. Man verliert keine Herzen. Von daher alles in Butter. So, gibt es hier einen Geheimgang? Davon war gerade die Rede. Also der Stein sieht schon sehr auffällig aus. Gucken wir mal. Ist da was? Oh ja. Wow, 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 wow. Oh, da war ein Funkelstein. Habt ihr ihn auch gesehen? Wir haben ihn. 2 von 10. Wie bist du nur hier reingekommen? Bist du vielleicht die Ninja-Legende? Ja, wartet's ab. Bis ich die Möglichkeit bekomme, mich zu verwandeln. Dann geht die Post ab, meine Lieben. Hier ein paar kleine Windrädchen. Und da vorne. Enorm, du hast den Weg hierher gefunden. Vielleicht kannst du uns helfen. So, was gibt's hier? Oh nein, der haut ab. Stehen geblieben. Gerade noch so in letzter Sekunde bekommen. Und dann geht es jetzt zu diesem Funkelobjekt. Denn es steht die nächste Verwandlung an von Prinzessin Peach. Machen wir uns also bereit. Stella, wenn ich bitten darf. Verwandle Prinzessin Peach in eine Ninja-Expertin. In eine Ninja-Kämpferin. Haha! Ich bin ein Ninja. Ninja Peach. Wie cool. Okay, dann mal los. Oh, ich kann sogar Wandsprünge. Puh, puh, puh. Sehr cool. Und die Musik ist ja klasse. Und ich glaube, die Musik jetzt in der Verwandlung als Ninja Peach ist jetzt aktuell meine Lieblingsmusik. Das ist catchy. Ah, eine Verbündete. Bitte hilf uns. Das werde ich. Versteck dich im Gras. Und attackiert. Aus dem Nichts. Das hat er nicht erwartet. Wunderbar. Wir kriegen einen extra Kristall. Da oben sind auch noch unsere Freunde. Ja, über den Stein komme ich nicht hoch, aber jetzt. Kaboom! Ja, ich kann mich im Gras gut verstecken. Vor allem mit den Fähnchen in der Hand. Sehr lustig. Zack. Den nehmen wir auch gleich mit, aber erstmal gehe ich zu den Kollegen nach oben. Was macht ihr denn hier? Wenn doch nur die Ninja-Legende da wäre. Da ist sie auch schon. Oh, du bist etwa die Ninja-Legende? Wie cool. Bitte hilf uns. Das werde ich.
Ich bin wieder am Start. Zack. Wieder aus dem Hinterhalt. Und hier gibt es etwas Besonderes zu entdecken. Ein kleines Minispiel. Oder sowas in der Art. Ah, ganz viele Münzen. Die nehme ich alle mit. Die lassen wir natürlich nicht verkommen. Und wieder zurück. Wunderbar. Achtung, er darf mich nicht entdecken. Aber hier, mit den Fächern kann ich mich gut verstecken im hohen Gras. Und wieder erwischt. Da ist der nächste Funkelkristall. Ich rate dir, werde zur Wand. Oh ja, das hat Peach gerade gemacht. Habt ihr gesehen? Wie habe ich das gemacht? Muss ich nochmal gucken. Einfach nur die Wand berühren? Und tatsächlich, ich bin nur eine Wand. Wie lustig. Sehr stark, aber den überraschen wir trotzdem. So, wart's nur ab. Kaboom. Das wär's für ihn. Holen wir uns den nächsten Kristall. Damit hätten wir schon mal die Hälfte gefunden. Oh nein, ich muss sie retten. Erstmal du und dann du am Lagerfeuer. So, jetzt seid ihr wieder frei. So, Zeit nach Hause zu gehen, meine Freunde. Sei wachsam. Dort lauern viele Gefahren. Aber tatsächlich, ich glaube, hier muss ich mich wieder an der Wand bewegen. Ich bin nur eine Wand. Nichts und niemand sieht mich. Und jetzt. Kaboom. Wunderbar. Dann lasst uns mal schnell nach oben. Und dann geht's hier auch spannend weiter auf dem Dach dieser alten japanischen Häuser. Unglaublich interessant. Weiter nach unten. Da schläft wieder einer von diesen Bösewichtern. Und da im Wasser, da gibt es noch Münzen. Oh, die Schleife. Habe ich ganz vergessen, dass die noch fehlt. Ah, wie lustig, schaut mal. Peach mit einem Bambusrohr. So kann sie atmen. So bekommt sie Luft. Ist das lustig. So, ha, hast du nicht kommen sehen, was? Damit habe ich den Übeltäter bezwungen. Wir bekommen wieder einen Funkelkristall und wir retten damit den Ältesten. Konzentration! Sie sind hinter den Schriftrollen her. Hinter den Schriftrollen? Warum sagen Sie das nicht gleich? Die Schriftrollen gehören mir. Tschüss. Er darf nicht entkommen. Ja, ja, ich mache mich gleich auf den Weg. Keine Sorgen. Ich wollte nur mal gucken, ob es da oben noch was auf dem Dach gibt. Ja, ich muss ein bisschen die Situation entschleunigen. Und statt mich gleich auf den Weg zu machen, schaue ich mich hier noch ein wenig um. Aha, da ist aber nichts. Und auf dem anderen Dach auch nichts. Aber die Kiste sieht sehr auffällig aus. Nichts! Ah, schaut mal hier. Hier gibt es einen Punkt, der mich in einen Bonusbereich bringt. In Ordnung. Ah, okay. Dürfen wir unsere Wandsprünge nochmal zeigen und demonstrieren. Auch das ist uns gelungen. Bisher alle Funkelkristalle gefunden, nichts verpasst. Und zurück im Hauptgeschehen. Oder habe ich was verpasst? Nee, ich habe alles. Okay, also alles, was man bis dato finden konnte. So, damit kann ich nichts anfangen. Dann schnell den Dieben hinterher. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Oh, weia. Oh, wow, wow. Geschicklichkeitspassage. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich laufe hier automatisch. So, aber jetzt. Karamba! Erwischt. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Sehr schön. Hier gibt es wieder die Kristalle, wie auch schon in der Cowboy-Welt. Wenn man alle einsammelt, kriegt man den Funkelkristall. Und oh, wow. Jetzt darf ich sogar schwingen, oder? Und schnell weiter. Wow. Gerade noch attackiert. Und jetzt hier in der Luft. Ja, dadurch habe ich einen gerettet. Und das hat mir erneut einen Funkelstein eingebracht. Und jetzt fehlt nur noch einer und das muss der Funkelstein von dem Heini da vorne sein. Bleib stehen. Eine der Schriftrollen habe ich. Und damit erwecke ich anscheinend diesen Stein. Wow, sieht aus wie ein Löwe. Das könnte aber auch einfach nur eine Wasserwelle sein. Mit der Wasserwelle rase ich hier durch die Höhle. Wie cool. Das hat echt was. Und da ist er, da ist er. Und hab ich dich!
Das war der finale Schlag als Ninja Peach. Alle Funkelkristalle eingesammelt. Und hier stehen wir direkt wundervoll vor den Kirschbäumen. In voller Blüte. Ach, einfach herrlich. Und eine neue Kleiderschleife, das Ninja-Kleid. Das kann ich dann auch gerne noch ausrüsten. Das haben wir ja nicht umsonst bekommen. Aber jetzt wird's nochmal richtig spannend, denn wir haben hier im Erdgeschoss alle Räume bestanden. Alle Theaterstücke gespielt. Was passiert da jetzt? Das Siegel wurde gebrochen. Wow, doch es erscheint eine massive, gold-lila-farbene Tür. Wer oder was verbirgt sich dahinter? Wir gehen trotzdem mal kurz zum Laden. Weil, wenn wir schon die Münzen haben, dann lasst uns doch die Münzen auch ausgeben. Yay. Und einfach mal ein paar Sachen erwerben. Gleich tragen, nee, nicht sofort. Ist ganz nett. Aber da finde ich das, was ich aktuell trage, doch ganz schön. Oder die Kombination. Oben hell, unten ein bisschen dunkler. Das ist auch toll. Und Stella, komm. Dich machen wir blau. Gleich tragen. Und dann geht es jetzt zum Tor. Uiuiui, was wird uns da erwarten? Ich bin gespannt. Ich guck mal, ob ich noch so ein Muster drauflege. Hier, oh ja, das sieht gut aus. Komm, wir nehmen das von den Ninjas, oder? Ninja-Kleid. Ja, das gefällt mir gut. Frisch freigeschaltet sozusagen. Und jetzt zum Tor. Uiuiui. Das ist nicht ohne, denke ich. Die Fäden waren also mit dieser Tür verbunden. Vielleicht hat sie das Chaos in den Theaterstücken verursacht. Das könnte sein. Wie seltsam. Ich spüre, wie meine Funkelkraft stärker wird. Sie scheint auf diese gruselige Tür zu reagieren. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkelkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Okay. Lass uns das machen. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Gibst du Stella 10 Funkelkristalle? Natürlich. Bitteschön, Stella. Hier sind die Funkelkristalle. Sie sorgen dafür, dass Stella die nötige Kraft bekommt, um diesen Zauber zu brechen, den Fluch zu brechen. Mal gucken, ob das funktioniert und vor allem, wie gut das funktioniert. Uiuiui. Was verbirgt sich dahinter? Eine neue Welt? Beide sind zumindest fest entschlossen. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Ein Partyraum! Willkommen in der Diskothek! Oh, wow. Okay. Der erinnert mich an den Mario Odyssey-Vogel. Wer da? Wie kommt ihr herein? Durch die Tür? Das ist mein Partykeller. Wir schreiben Theaterstücke mit Frau Grape. Schreiben sie neu. Ihr da, wollt ihr uns aufhalten? Dann, ich bestrafe euch mit Frau Grapes finsterer Dunkelkraft. Okay, ich bin gespannt, was der Vogel so drauf hat. Disco-Vogelkraft, super! Der Disco-Schnabel. So nennt er sich. Okay, ich bin gespannt. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wie attackiere ich dich denn? Und, er hinterlässt was. Bestimmt kann man das mit dem Zauberband irgendwie aufnehmen oder nach oben schleudern, oder? Oh, das fliegt sogar hoch. Okay. Oh ja. Und jetzt hier? Müssen wir den Kristall kaputt machen. Ich hämmer hier auf die Taste. Also mehrmals die Attacke nutzen, den Angriffsknopf mehrmals drücken, um die Blase groß erscheinen zu lassen. Und Achtung, da kommen massive Steine herunter. Mal gucken, was sie jetzt plant. Oh, wow, wow, wow. Okay. Brauche ich die Steine? Und sie... Oh, ja, okay, ich sehe schon. Einmal drüber springen. Aber alles kein Problem für uns. Jetzt kämpfen wir also auf dem Kopf. Interessant. Noch mehr Disco-Kugeln. Aber die schleudere ich sofort wieder nach oben.
Mit dem größten Vergnügen. Und hier wieder die dunkle Materie. Die muss sofort gelöst werden. Und ups. Nun bin ich wieder unten. Mir reicht's jetzt. Na, warte. Wow, 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 wow. Diesmal sind die sogar ein bisschen größer. Ach, Moment, ich darf ja gar nicht hier oben stehen. Sonst werde ich zerquetscht. So. Ich frage mich, ob Peach dann komplett zerquetscht wäre oder lediglich ein Herz verlieren würde. Keine Ahnung. Eins von beiden wird aber richtig sein. Und jetzt muss ich hier einmal rüberlaufen, bis der Vogel wieder attackiert, oder? Noch mehr Eier. Oh, da kommen aber diesmal kleine Vögelchen raus. Kleine Küken. Hier allerdings nicht. Okay, verstehe. So, Treffer. Ein Treffer brauche ich noch. Den kriegst du aber jetzt spendiert. Oh, gerade noch so in letzter Sekunde erwischt. Und ein drittes Mal. Funkelkraft, die positive Kraft. Wir haben es geschafft. Uiuiui. Das war ja mal ein Endboss. Der Disco-Schnabel. Und was passiert jetzt hier im Raum? Da oben. Die Fäden sind verschwunden. Wir können im Theater jetzt nach oben laufen. Dank dir ist auf diesem Stockwerk alles wieder wie vorher. Toll. Vielen, vielen Dank. Allerdings haben wir noch immer keine Funkelis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind. Und Sorgen mache ich mir auch. Vielleicht haben sie sich auf eins der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Das machen wir. Mach dir keine Sorgen, Stella. Zusammen schaffen wir das schon. Okay. Dann stürzen wir uns in das nächste Abenteuer. Also Moment, komm, den quatsch ich kurz an. Oh, wer bist du denn? Wo finde ich nur? Hallo, ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Derzeit bin ich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos das gewisse Etwas verleiht. Kürzlich gelang mir eine vorzügliche Aufnahme einer atemberaubenden Vorstellung. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich Fotos deiner glanzvollen Auftritte anfertige. Wenn du in einem Stück alle Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Zum Dank für die Zusammenarbeit erhältst du von mir ein Album mit den Fotos darin. Ich kann es kaum erwarten, einer deiner Aufführungen beizuwohnen. Oh, der sieht mich als Schauspielerin. Okay. Und Album erhalten. Ja, cool. Wie wird's hier weitergehen, meine Lieben? Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie Mario den kleinen Baby Yoshi retten muss. Na, ob das gelingen wird, bleibt katastisch.